Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Halbquadrat zwischen Merkur und Neptun. Ein unglaublich spannendes Horoskop und ich habe im zweiten Teil gesagt, dass der Mars der Herrscher des dritten Hauses ist. Natürlich richtig beobachtet ist er auch der Herrscher des 10. und des 11. Hauses. 10. und 11. Haus wird auch von Pluto beherrscht, also hier wird die Bevölkerung, Spitze 4. Haus im Stier, welche nach Freiheit strebt, Spitze 9. Haus in der Waage, in die Zange genommen. Und dieser Aspekt hier bedeutet für mich natürlich auch das Anhängen an utopischen Idealen. Ja. Oh ja, Volksgenössinnen und Volksgenössen, der reale Sozialismus muss wieder aufleben und ja, das Paradies ist wieder nahe. Ja? Also wir stehen unmittelbar, wir stehen schon an den Pforten des Paradieses. Es ist nur auffällig warm, gell? Der Boden glüht und überall züngeln die Flammen heraus. Aber wir wissen, der reale Sozialismus hat alle Menschen glücklich gemacht. Natürlich, weil ein Politkommissar mit dem Knüppel dahinter gestanden ist und jedes Wort akribisch überwacht hat. Verzeihung, der Hustenreiz ist wieder gewaltig. Ich vermute, sie haben uns aus der Luft nicht vergessen. Das ist positiv, das ist durchaus positiv. Wir haben den Mond als eingeschlossenen Herrscher des eingeschlossenen Krebszeichens aus dem 7. Haus im 8. Haus, also sehr spannende Konstellation. Das würde bedeuten, hier Verträge hängen entweder mit dem Thema Tod zusammen oder sie gehen zu Ende. Und dass das Thema Tod in diesem Horoskop eine herausragende Bedeutung hat, erkennen wir natürlich auch an der Position der Sonne als Herrscherin des 8. Hauses im 1. Haus. Das heißt, hier ist das Thema Tod sehr im Vordergrund. Und wir haben hier eine Halbsumme. Gut, Merkur braucht noch ein Grad, um exakt in der Halbsumme zu liegen, aber er schafft das relativ schnell, ein halber Tag, weil die Sonne wandert ja in die Tag, in die Richtung, Merkur wandert in die Gegenrichtung, also das heißt, die begegnen einander entgegenkommend, die sind sozusagen, ja, sie laufen einander in die Arme. Und hier haben wir Merkur, Pluto und in der Halbsumme haben wir dann die Sonne. Und Merkur, Pluto geht natürlich, ja, okay, jetzt kann man sagen, es ist die Macht der Worte, Suggestion, Überredbarkeit, Manipulativität, Manipulation, auf jeden Fall die Macht, wie sagt man, die Macht des gesprochenen, geschriebenen Wortes. Und hier geht es aber über die Sonne als Fokuspunkt um Erkenntnisse. Hier geht es um tiefe Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Thema Tod. Naja, das wird uns jetzt längere Zeit beschäftigen. Ebenfalls wieder eine spannende Meldung aus den USA, die wir eigentlich schon seit Monaten immer und immer wieder hören. Ihr wisst ja, das Sigma 3 Event kommt laut US-amerikanischen Lebensversicherungen ungefähr so alle 200 Jahre vor. Da haben wir es dann auch mit einer sogenannten Übersterblichkeit von ca. 10% zu tun. Eine unglaubliche Steigerung. Derzeit liegen 40% vor und niemand kann es sich erklären. Oder? Keine Ahnung, hast du? Bitte, wenn du weißt, worum es sich handeln könnte, bitte dann eine Postkarte nehmen, auf die Postkarte schreiben, Kennwort Kasperl, Post 1136 Wien, und darauf schreibst du dann bitte die Antwort. Das würde dann vielleicht einige Erleuchtungen bringen. Auf jeden Fall zahlen US-amerikanische Lebensversicherer derzeit Rekordsummen aus. Keiner weiß warum, also ich weiß es, also ich kann mir das auch nicht erklären, weiß niemand warum. Und ich vermute auch, dass kleinere Versicherungsunternehmen jetzt einfach sozusagen den Sprung nicht mehr schaffen werden, aber dafür werden sie über die Kante, also das ist auch ein Sprung, aber der geht dann in die Gegenrichtung, den werden sie dann noch bewältigen, wie wahrscheinlich, na, ich würde sagen 70-80% generell aller Betriebe werden auch diesen Sprung ansetzen, also an der Kante, und der wird dann hinuntergehen, und das ist alles zufällig und nicht gewollt und überhaupt eine Verschwörungstheorie, muss man auch immer wieder festhalten. Wir haben den Herrscher des 1. Hauses, Aszendent Schütze, Nervosität, Mars am Aszendenten aggressiv, spannungsgeladen, die Luft vibriert, ja. Also jetzt liegt wirklich was in der Luft, jetzt fliegen auch die Emotionen hoch, nicht, ja. Also das heißt, wir sehen hier große Spannung und
Endgrade, ja, die letzten drei Grade bedeuten, dass eine Phase zu Ende geht. Und das haben wir in der 10 drinnen. Die 10 ist ja Alpha und Omega, steht für die Sonne, das heißt Anfang und Ende. Wir sehen hier natürlich auch das Ende eines Zyklus und den Beginn eines neuen Zykluses. Ich meine, unsere NWO, du weißt, was das heißt, Nordwestost, geht definitiv den Bach runter, weil sie haben so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Anstelle es elegant und vorsichtig zu machen, haben sie geglaubt, mit 9-11 können sie jetzt alles mit Gewalt niederreißen, sozusagen in einer Brachialaktion. Werden wir das schon irgendwie birgen? Geht leider nicht. Und das ist auch gewaltig in die Hosen gegangen. Und wir sehen auch den Herrscher von 1 wieder in 2. Das heißt, es dreht sich hier einmal mehr die nächsten 4 Wochen alles um das Geld. Das Geld ist durch Jupiter in den Fischen an sich gut repräsentiert, aber eingeschlossen im zweiten Haus ist weniger gut. Und naja, die Fische bedeuten für mich auch starke Auflösungstendenzen. Aber wir wissen ja, ein genialer Ausspruch eines genialen, naja, einer genialen Person, weil Mensch möchte ich dazu nicht sagen, mach dir keine Sorgen um dein Geld, es ist ja nicht weg, es hat eben nur ein anderer. Also das ist beruhigend zu wissen und ich bin auch in dieser Gewissheit auch beruhigt, dass alles großartig verläuft. Und wir sehen auch den eingeschlossenen Herrscher von 1, Saturn, auch Spitze, zweites Haus, also sowohl als auch, also beide Herrscher des ersten Hauses im zweiten Haus, jetzt kannst du sagen, gut, im ersten Haus ist noch ein bisschen Wassermannrest sozusagen, ist im vierten Haus Uranus, die Nervosität, die Ungeduld, der Verlust, der große Verlust von Materiellem, der große Verlust von Besitz und Vermögen, weil wir ja auch hier Spitze viertes Haus im Stier haben und Uranus im Stier ist jetzt wieder direktläufig. Also das heißt, der große Verlust, die große Entwertung hat jetzt wieder schön Fahrt aufgenommen und es tut sich jetzt auch endlich wieder etwas auf der großen Verlustfront. Und wir sehen nach wie vor ein Quadrat zwischen Saturn und Uranus. Uranus circa 11 Grad, Saturn circa 14 Grad, also 3 Grad, genau sind das 3 Grad. 23 ist noch im Orbis drinnen, auch wenn es ein stark nachlassendes Quadrat ist. Aber das bedeutet eben, dass die Finanzen Herrscher von 2 in 4, Herrscher von 2 in 4 würde an sich bedeuten, dass die Bevölkerung verzweifelt versucht, Sicherheiten zu bilden, aber dass das hier eben nicht funktioniert, weil das Quadrat zu Saturn im eigenen Land bedeutet, dass hier im Land offensichtlich die Finanzvermögen stark an Wert verlieren dürften. Kann man hier, würde ich sagen, sehr leicht ablesen. Und zwar in den nächsten 4 Wochen sollte sich diesbezüglich noch etwas sehr stark tun. Deswegen auch die starke Erregung hier am Aszendenten. Und auch, kann man durchaus aussprechen, Herrscher von 10 und Herrscher von 11 Spitze. Erstes Haus bedeutet auch ein brutales Vorgehen der Staatsepaten und deren Schergen auch hier sehr leicht herauszulesen. Wie überhaupt dieses Horoskop, wie ich im ersten Teil schon gesagt habe, für mich sehr angenehm ist. Ich mag einfache Horoskope, wo ich nicht nur herumraten kann, was leider auch öfters der Fall war, gebe ich auch zu. Ja, es ist halt so, man weiß nicht immer alles und in dem Fall ist es ein einfaches Horoskop, besonders wegen dieser beiden Halbsummen, Mars, Pluto, Venus, wo die Bevölkerung in der Zange ist zwischen Pest und Cholera. Und dann haben wir noch Merkur, Pluto, Sonne, Halbsumme, die Sonne als Herrscherin des 8. Hauses, wo wir natürlich auch, ja, es ist ja nicht nur Tod und Untergang, wir sehen ja auch 8. Haus als Großkonzerne. Internationale Großkonzerne werden hier jetzt auch einem Durchleuchtungsprozess ausgesetzt sein, weil Merkur Pluto ist eine sehr investigative Kombination. Das heißt, hier will man es ganz genau wissen. Und natürlich ist der Wassermann von Haus aus extrem wissbegierig. Und das würde dann halt eben hier in Kombination mit Pluto sehr tiefes Wissen zutage bringen. Also sehr interessante Konstellation. Wie gesagt,
wie gesagt, es tut sich sehr, sehr viel und wir ahnen nicht, wir wissen nicht, wir haben keine Ahnung, womit irgendwas zusammenhängt. Wichtig ist nur, dass eine Kröte in Panama endlich nach ihren richtigen Namen bekommen hat. Krötzia, Pippi Langstrumpfia, Thunbergia, also Thunfischia, also wunderbare, wunderbare Dinge tun sich hier und ich würde sagen, das sind auch die wirklich wichtigen Dinge. Die anderen Dinge, dass halt in manchen Branchen zahllose Arbeitskräfte fehlen, weil sie einfach nicht mehr da sind. Naja, sie sind schon da, aber sie sind halt 2 Meter unter der Erde. Aber das heißt, das ist nicht so wichtig. Also wir sollen diese Dinge auch nicht so wichtig nehmen, weil sie eben einfach nicht wichtig sind. Wie gesagt, für mich abschließend gesagt, heißt dieser Aspekt natürlich, ja, dass die große Utopie, wo man natürlich rein zufällig still und heimlich viel Geld verdient hätte, wenn Neptun eingeschlossener Herrscher im zweiten Haus, ja, die Masche funktioniert nicht mehr. Die Masche funktioniert nicht mehr. Merkur Herrscher von 6 von 7 und eingeschlossener Herrscher 8, da läuft das Ganze nicht mehr. Gut, in Summe ein schweres Horoskop, gar keine Frage. Ein schwieriges Horoskop, besonders wegen Venus hier im Schraubstock zwischen Mars und Pluto. Aber ihr wisst, 2 Minuten, halten wir durch. 2 Monate, halten wir auch noch durch. Ja, 2 Minuten wären wir ehrlich gesagt lieber. Und wie gesagt, heute in Wien findet eine dramatische Weichenstellung statt. Ich würde sagen, das ist, wie kann man das am besten beschreiben? Nicht der Schuss ins Ofenloch, sondern, naja, das ist so, wie wenn man jemanden bedroht, indem man sich die Pistole an die Schläfe drückt. Und wie gesagt, ich schätze mal, dass heute in Wien abgedrückt wird und dadurch wird natürlich ein sehr interessanter Prozess ausgelöst werden. Man kann dies auch als Lawine bezeichnen. Ja, Lawine, keltisches Wort, glaube ich, Labium. Das Murmeln hängt auch mit den Lippen zusammen, die Lawine. Das murmelt und grummelt schon gewaltig und hier tut sich halt jetzt Immenses. Okay, ich halte schon den Schnabel und schauen wir, dass wir den dritten Teil bei 5,8 Grad Außentemperatur, starker Bewölkung und 22 km/h Windtemperatur durchführen werden können. Das war's. Ende.